Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Diablo 4. In der letzten Folge sind wir erfolgreich endlich zu Dungeon gerannt und jetzt stehen wir vorm Händler. Ja, so ist das. Manchmal ist das halt anders. Nein, Quatsch. Ja, ich habe mich in die Stadt teleportiert und wollte mal ein bisschen beim Händler shoppen. Und dann nehme ich euch doch mal mit. Liken, subscriben, subscriben ist abonnieren, du Depp. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Gerne auch negative, solange sie konstruktiv sind und mir helfen, meinem Kanal zu verbessern und euch daraus dann besseren Content zu liefern. So, wollen wir mal loslegen. Ich wage alles. So, was wollen wir denn? Wir könnten einen Schlüssel kaufen, das machen wir erst zum Schluss. Tunika, Karpe, Fokus. Nehmen wir Fokus? Wir nehmen Fokus, komm. Oder nehmen wir Schuhe? Wir nehmen Fokus. Fokus kostet dann. Ja. Nein. Oh ja! Auf jeden! Geile Scheiße, Mann! Ja! Das Glück ist mir wieder Holz. Geil. Das freut mich. So, und dann nehmen wir noch Zauberstab. Ne? Nee, wir nehmen eine Brust. Schuhe, Stufe 4. Die Kacke in der Stufe. Stufe 5. Weil Schmuckstücke gibt es nicht. Gut, dann nehmen wir. Was war das? Stufe 4. Dann nehmen wir. Nein, wir nehmen Brust. Brust, habe ich gesagt. Nein, nein. Nicht viel, nein. Was? Nein. Oh, noch einmal. Ah, schade. Man kann nicht immer Glück haben. Alle Werte plus 6 ist auch schon mal nicht schlecht. Intelligenz, bla. Was ist das? Achso. Hallo? Hab ich drauf gedrückt? Achso, kann ich nicht, wenn ich hier. Entschuldigung. Sehr schön. Aber schon den ersten Legendary Gegenstand. Geschmolzener Lotus der Innenruhe. In inneren Ruhe. Geil, Junge. Hätte ich nicht gedacht, dass es das in so einem geringen Level schon gibt. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. So kannst du doch mal starten. Fett. Gut. Dann gehen wir nochmal zu Hans-Peter hier. Ja, die Kinder. Was benötigt ihr? Jetzt in Real Life oder hier? Was übrig ist. Alles. Danke. Dann wollen wir nochmal schnell reparieren. Brauchen wir nicht. Dann warten wir nochmal schnell auf hier. Ja, haben wir eh genug davon. Davon haben wir keine. Das ist richtig. Das macht aber nichts. Können wir das auch schon aufwerten? Das können wir auch schon aufwerten? Na dann! Junge, auf jeden Fall. Bamsen. Wir sind jetzt bei... Hä? Achso, stimmt ja, wenn ich stillstehe, mache ich ja mehr Schaden dann. Sehr geil. Das ist immer bei 334. Geile Scheiße. Okay, wir gehen in den Dungeon und werden mal gucken, was wir da so reisen können. Weiß gar nicht, ob sie es wussten, ob das das auch gibt, aber in der. Nein, in der Beta. Hier ist in den Dungeon. Guck da nicht hin. In der Beta war das so: ab und zu gab es den Schlechter aus Diablo 3 als random Elite-Gegner. Das wäre krass, wenn das jetzt immer noch drin wäre. Muss mich mal strecken kurz. Achtung, ist krass. Sehr gut. Okay. Wo müssen wir hin? Dämonische Frontsoldaten. Dämonische Frontschweine sollen wir töten. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendjemand. Hallo, ich bin daheim. Keiner da. Scheiße. Ups. Dann zerlege ich halt Inventar. Sehr gut. Nehme ich doch gerne. Hallo.
sehr geil. Das spritzt schon ganz gut los. Ich müsste mich mal dran gewöhnen, öfters das Schild zu benutzen. Und das dann. Guck mal, da muss man lang durchbekommen jetzt. Gucken, wie der ist. Wahrscheinlich ist der besser als den, den wir haben. Den wir jetzt gerade aufgewertet haben. Aber das ist scheißegal. Gehört ja auch dazu. Na, das gehört ja auch dazu. Tschüss. Dankeschön. Sehr freundlich. Was war das? Gut, da ist ein Gegner. Für weniger Schaden entfernte Gegner, gesamte Rüstung. Wir probieren es mal, oder? Ja, komm. Oha, okay. Der hat 120 Schaden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Okay, Schaden gegen entfernte Gegner ist natürlich besser. Schaden gegen folgende Gegner verlangsamt. Schaden gegen folgende Gegner betäubt. Da haben wir 400 Schaden. Wir probieren es. Komm. Okay. Aua. Auf damit. Das war jetzt kein Gegner. Das war schon der erste. Na, dann ist hier drüben sicher der zweite. Hallo. Tschüss. Irgendwas öffnet sich hier. Reist nach Kammer. Okay. Krieg ich mal hin. Da sind wir irgendwo da hinten los. Naja, dann gucken wir doch mal da hinten. Schön, kleiner Affe. Was habe ich schon den getan? Wir gucken erstmal jetzt hier hinten noch, was da hinten schönes zu stipitzen gibt. Gesamtrüstung aber nicht, nein. Glückstreffer Chance, nein, immer nicht. Danke, tschüss. Hallo. Hart. Ha! Ich glaube. Und gleich schon jemand ist auch hier. Weg. Ich bin noch nicht bereit. Ja, die Zeit ist auch schon. Aber es gibt ja auch dann auf Gegenständen drauf, dass man sich schneller bewegen kann. Also schneller das einsetzen kann. Ich muss wirklich erstmal was zu trinken holen, ey. Ich hab auch ganz trockenen Hals, du. Ja, bla bla.
So, wo ist hier noch jemand? Einer mehr da? Doch, da. Doch, ich glaube, dass ich euch nicht sehe, wa? Nicht ist. Ich bin noch nicht bereit. Gut. Dann versuchen wir jetzt unser Glück. Ob wir jetzt weiterkommen. Wir gehen diesmal hier lang. Das war nicht, dass ich wollte das. Aber egal. Nicht. Ach, hier ist er noch. Wo kommst denn du hin hier? So, wir haben hier einen Skillpunkt bekommen, gell? Den gehen wir doch gleich mal aus. Da wollen wir noch nichts haben. Wir wollen... Frostnova-Gegner 4 Sekunden lang... Und Boss ist... Was? Okay, krass. Pro getroffenen Gegner 4 Mana. Das ist auch nicht schlecht, ne? Pro getroffenen Gegner 4 Mana ist nicht übel. Gegner euch treffen, während Rüstung aktiv. Die Chance 15, dass eingefroren werden. Auch nicht schlecht. Schaden von der Gegner trägt 15 Barriere Eisrüstung bei. Okay. Also würde die dann mehr haben. Pro Schaden, den ich bekomme, oder? Nee. Hä? Also verwundete Gegner tragen. Ja, okay. Jetzt so. Das reduziert nur die Abklingzeit. Ja, gut. Mach's verwundbarer. Aber eigentlich brauche ich erstmal mehr Schaden. Denn der ist relativ mau. Sagen wir es mal so. Der ist relativ mau, mein Schaden, bis jetzt. Finde ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ihr dazu sagt. Oder. Das spratzt noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Also, ich hatte mal in der ersten Beta, da war es aber noch unbalanced, das ist mir schon klar gewesen. Da war ich auch komplett Epic ausgerüstet. Epic, Legendary. Okay. Und ich hatte, ich glaube, dann zum Schluss. Beim Boss, da hatte ich zum ersten Mal den Weltboss dann gelegt. 3 Barrieren. Also der hat. Ich bin an einem stehen, der hat keinen Schaden gemacht, bloß mehr. Das war schon over. Das war schon viel zu trübe. Und aber die hat ordentlich mit Blitzschaden, mit Kettenblitz und all das. Das ging gut ab. Da hatte ich überhaupt keine Probleme. Und so muss es ja eigentlich auch sein jetzt mal. Also darfst du ja gar nicht getroffen werden. Ein Schlag, das siehst du ja hier. Ist ja eigentlich schon fast K.O. Okay. Dann will ich ja. Wo ist er hin? Da ist er. Schön. Okay. Oh mein Gott, das ist ein riesiges Labyrinth hier. Nein. Ach, zu langsam. Ah, ich kann auch mal meinen... Ach, wieder vergessen. Schon wieder vergessen. E? Das. Jetzt kriegen wir auch ein bisschen mehr EP und wir haben ein bisschen mehr Rüstung. Bis zum nächsten Mal, wenn wir sterben. Naja. Ich könnte euch alles aber in die Luft. Könnt ihr gerne tun. Ich hab da nichts dagegen. Naja, doch, das habt ihr. Weg.
Jetzt gehen wir nochmal hier oben gucken, ob hier irgendjemand rumspringt. So, und dann gehen wir hier unten gucken, mal schnell noch. Danach, wo Matt auf uns wartet, der gerne ein bisschen was von uns haben möchte. Aber das macht so viel Gold, das Spiel schon wieder. Das ist so schlecht. Echt, das ist so schlecht. Das macht so viel Gaudi. Nein, 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 nein. Pui. Okay. Blim, 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 blim. So, Schaden, Kälte. Schaden, Kälte ist gut. Schaden über Zeit haben wir nicht. Kann weg. Schaden, Blitz 4. Schaden, Blitz 1. Nehmen wir. Sockelgegenstand haben wir noch nicht. Geschicklichkeit, gesamte Rüstung. Ja, ja, nehmen wir. Mal sind da nicht so. Und das Geile ist jetzt, wir können. Also einmal, wir haben ja auch diese Transmogrifikation, wie es bei WoW heißt, dass wir das Aussehen der Gegenstände auf andere Gegenstände übertragen können. Ne? Ich sehe eigentlich nicht so aus, ich sehe eigentlich so aus. Und das kann man entweder dadurch gewinnen, dass man es, also es gibt zu kaufen, klar, muss ja nicht machen. Aber wenn man jetzt die Gegenstände, die man anhat, zum Beispiel so ein Legendary, wenn man das kaputt macht, kriegt man erstens die Gegenstände und dann die Optik von dem Gegenstand. Aber nur dann. Wenn du jetzt aber sagst, nee, mir ist der Wert da unten viel, viel wichtiger, dann kann man den auch da rausziehen, dann geht der Gegenstand kaputt und du kriegst die Optik zwar nicht, aber du hast den Wert. Einmalig. Und wenn wir diese Dungeon hier erfolgreich abschließen, wovon ich mal ausgehe, kriegen wir auch eine Legendary Eigenschaft, die wir aber immer wieder drauf sockeln können. Die ist nicht so stark wie die, die es nur einmalig gibt, sozusagen. Aber die hat es auch in sich. Und das finde ich eigentlich eine richtig geile Idee. Da kannst du dein eigenes Deck dann zusammenbauen, so wie du das möchtest. Und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendwas Geiles droppt. Weißt du? Das ist. Ja, finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Das ist eine gute Idee. Weil du bist halt immer am Farmen und hoffst, dass irgendwas droppt. Und dass irgendwann ist das frustrierend, wenn halt nichts droppt. Das hatte ich bei Diablo 3. Stellenweise hatte ich richtig geile Drops. Da war ich Level 60 geworden und war full equipped. Richtig geil. Und mit dem anderen Char hatte ich so wenig Glück da. Endlevel gehabt und war nur Geld gekauft, weil ich einfach kein einziges Legendary gefunden habe. Und das ist einfach frustrierend dann, wenn du einfach keinen Schaden raushaust. Weil, was willst du machen, wenn du nichts kriegst? Nur schnurri. Das war der halbe Tag. Das ist, wenn man sich nicht konzentriert. Eine schöne Truhe habe ich hier. Ja. Kommt alle her. Ich hau euch auf die Fresse. Ich hau euch auf die Fresse. Nein. Hui. Thank you.
Mann. Jetzt gehen wir auch ganz schnell auf die Fresse. Was jetzt? Haben wir es geschafft oder nicht? Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Oh, schöne gelbe Gegenstände. Da gucken wir doch gleich mal rein, was wir schönes bekommen haben. Wir haben... das hat man schon alles, warte. Das haben wir, das haben wir noch schon gehabt. Das haben wir auch. Das ist Schnulli. Das ist auch nicht Schnulli, das ist Schnulli, das ist nicht für uns. So, hier fängt es doch schon mal an. Rang 1 Eissplitter. Okay. Alle Werte plus 4. Mhm. Und 12 Stärke. Was macht Stärke? Stärke macht erhöhte Rüstung. Okay, das ist eigentlich... Ja, gut. Eissplitter benutzen wir. Überlegenswert. Dann hätten wir... Okay, hätten wir nochmal eins. Willenskraft 3. Eissplitter. Kritische Trefferchance. Nehmer ist gekauft. Achso, ja, okay. Intelligenz, weniger Schaden Gegner in der Nähe und Schaden. Auch gekauft. So, wir waren bei 400 glatt. Wie waren wir jetzt? 405, ja, okay, das bringt, ja, okay. Egal. Aber wir haben jetzt Eissplitter Rang 4. Durch den Gegenstand. Sehr schön. Heißt, wir haben trotzdem mehr Schaden. Also noch mehr Schaden. Weil wir uns den ja gekauft haben, sozusagen. Okay, dann... Schnauze. Das ist auch gut. Teleportation ist ein Spray... Es ist CC-Breaker, sprich, wenn du eingefroren bist und das frei ist, wie jetzt, kannst du einfach rausspringen. Der droppt nichts. Das ist ja frech. Beschiss. Was watschest du mir hinterher? Ihr Affen. Ich bin noch nicht bereit. Das ist aber auch. Zum junge Hunde kriegen, ja. Okay, hier ist nichts. War hier was? Nee. Oder? Hä? War nicht irgendwas? Nee. Doch, da. Da hat was aufgeleuchtet. Okay. Jetzt erstmal weg und dann. Machen wir was. Also ein Boss, ja. Anführer. Main. Whatever. Wie du es nennen möchtest. Nein! Hilfe! Spratz, spratz. Achso, wir haben einen Skillpunkt gekriegt. Eins fehlt noch, okay. Eins fehlt noch. Wir gehen auf. Frostnova, oder? Oder Mana?
Wir haben auch relativ viel Mana-Probleme, ne? Das ist schon nicht... Oder mehr Barrierestärke. Oh. Nein, warte mal, das hat ja nur Abklingzeit gemacht. Nein, das machen wir nicht. Das ist ja Käse. Abklingzeit brauchen wir nicht. Da, Mann, ich habe keine Ahnung. Hat niemand. Sag mal was. Komm schon. Was hast du gesagt? Weiß es auch nicht, hast du gesagt. Okay. Ja, das nehmen wir halt am meisten, ne? Ja, machen wir da einen Punkt rein. Komm. So ähnlich ist jetzt mal. Das ist. Es geht dann eh nochmal um. Das weiß ich jetzt schon. Ich brauch das Geld. Ich bin doch armes Mädel. Ist das ein random Ereignis? Okay. Ob ich das schaffe? Wir kommen gleich wieder. Ich brauche erstmal ein paar Heiltränke. Ja, das ist schon mal einer. Da geht's wieder zurück. Dann haben wir halt nur drei. Ist auch egal. Ist doch nicht so schlimm. Komm schon, stell dich nicht so an, Junge. Sie haben sich von mir ernährt. Ach du schon wieder, nein. Ja, fressen sie jetzt auch wieder. Ja. Entreißt sie ihnen. Na, dann geht er einfach nicht dahin. Lasst es enden. Das denke ich auch jeden Tag. Wenn ich auf Arbeit gehe. Lass es enden. Los geht's, komm. Ja, besser geworden, aber nicht gut. Die Mistviecher hier, diese Scheißaffen hier. Die sind die schlimmsten. Okay, wir machen das beim nächsten Mal. Oder wir machen es gleich. Nein. Nein. Bitte. Ja, was denn? Tschüss. Tschüss, Wochenende. Ich habe trotzdem was bekommen, also von daher. Oh, wir sind voll. Kein weg. Kein weg. Müll. Weg. Müll. Wir haben kein Feuer, Müll, maximales Leben, maximales Mana, das ist wichtiger. Widerstand gegen Kälte. Sehr schön. Brauche ich nicht. Dann gehen wir kurz in die Stadt. Tag. Da drüben muss man. Verkaufen oder klopfen? Klopfen. Wir klopfen. Komm, wir klopfen. Ramsch, weg. Tschüss. Dankeschön. Und einmal rippen. Danke. Sehr freundlich. Und dann könnten wir nochmal gucken. Habe ich zu wenig.
Schade. Was passiert hier? Dann kriegen wir 4 Schaden dazu. Mit 13 und da sind wir bei. Sind wir bei? 19. Ja, ja, immerhin. Dann bringen wir noch schnell die Edelsteine weg und dann geht's wieder rein. Guten Tag. Einmal, zweimal, tschüss. Und nee, hier. Guten Tag. Bist du wieder da? Habt ihr uns vermisst? Nein, nicht? Schade. Okay. So, müssen wir da runter müssen wir. Da. Dankeschön. Geht's jetzt? Würde ich sagen, nein. Oh, Manu! Oh, was ist jetzt hier? Frech. Bleib hier. Ich würde sagen, das ist auf einer anderen Phase. Ja, egal. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist die Endlos-Truhe. Nur ins Negative halt. Hallo. So, wir kommen da raus für den Spacken. Was man soll. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Hab ich nicht gesagt, ich wollte das umskillen? Ach, scheiße. Das schon. Also der Schaden ist so nicht schlecht. Also wenn du umstehst und nichts machst, ist schon, ist schon annehmbar. Er ist schon annehmbar. Und wir haben unseren Aspekt freigeschaltet. Sehr geil. Mit Y kann man den ansehen. Da ist er. Sein Defensivaspekt und der macht, wenn ihr einen Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 180 Schaden absorbiert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. Ist jetzt nicht so der absolute Pörner, aber ist egal. Der kann auf Schilder, Kopf, also da können wir dann, ja, das machen wir gleich mal. Nee, das ist nur für Magier, genau. Der war ja nur für Magier. Okay, wir sind hier durch. Jawohl. Kleiner Trick. Man kann entweder jetzt raus teleportieren oder hier draufklicken, um zu verlassen. Oder man drückt E und sagt, Dungeon verlassen. Krass, ich weiß. Mindblowing. Was man hier alles lernt. Entschuldigung. Ich bin schon wieder aufs Los, aufs nicht, ey. Guten Tag. Tschüss. Pisst euch. Was geht hier? Ist hier irgendein Ruf des Magiers. Okay. Ah, das ist meine Klassenquest. Meine Klassenquest. Ich kann meine Klassenquest machen. Ich Level 15 erreicht habe. 16. Wer seid denn ihr? Bitte vergebt das mentale Eindringen. Ich kann nur anderen Magiern trauen. Ich habe zu lange und zu weit nach den versteckten Archiven gesucht, um am Eingang aufzugeben. Ich suche nach einem Buch, das als vergessener Kodex bekannt ist und sich in den Archiven befinden soll.
Der Legende nach handelt es sich beim vergessenen Kodex um ein Handbuch für Verzauberungstechniken, die vom Magier-Clan von Inniet entwickelt wurden. Manche sagen, dass Soltun Kull persönlich einer der Autoren war. Leider wimmelt es an dem Ort vor Dämonen, die ich nicht bewältigen kann. Wenn ihr den Kodex bergt, kann ich euch seine Magie lehren. Das wäre doch ein ausgezeichnetes Resultat für uns beide, nicht wahr? Ich werde tun, was ich kann. Also auf Deutsch, wir machen die Grenze arbeiten und der staubt ab. Krass. Okay, ich würde sagen, das war's für heute, weil wir sind doch schon wieder drüber die Zeit. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Haut rein. Und Wiedersehen. Genau.